Tag, mein Name ist Wolfgang Girnus. Ich möchte Ihnen heute etwas berichten über die Transformationsprozesse von Kultur und Wissenschaft im Prozess in der Zeit der deutschen Wiedervereinigung um 1989-90 und danach in den Jahren. Wenn ich das tue als Zeithistoriker, kann ich das natürlich nicht ohne die Zeit vorher zu betrachten. Das heißt, es sind auch ein paar Rückblicke notwendig. Wie war die Zeit vor 1989 in Ostdeutschland, in Westdeutschland? Und wie waren die Bereiche Kultur und Wissenschaft dort organisiert und strukturiert? Vor allem aber generelle Vorbemerkungen. Die erste, alle Ergebnisse menschlicher Tätigkeit gehen als Gedanken zuvor durch den Kopf. Das heißt, alles, was wir herstellen, was wir produzieren, ist auch Ergebnis gedanklicher Arbeit. Nur einige Bereiche gibt es, bei denen auch die Rezeption und die Partizipation nur durch den Kopf funktioniert. Das ist zum Beispiel bei der Theologie der Fall, aber insbesondere auch bei Kultur, Kunst und Wissenschaft. Das muss man berücksichtigen, wenn man zeithistorisch zurückschaut und die Dinge, diese Prozesse in den Jahren 1989 und 1990 und danach betrachtet. Die zweite Vorbemerkung: Ich messe Kultur und Wissenschaft einer Epoche an den Ergebnissen, die sie hervorgebracht haben. Und erst dann an den Verhältnissen, unter denen sie entstanden sind. Dritte Vorbemerkung, das hatte ich schon angekündigt, eine kleine Rückschau. Das betrifft die Nachkriegsgeneration. Die Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostdeutschland und in Westdeutschland Politik gestaltete, Kultur und Wissenschaft realisierte, das war eine Generation, die hatte im Kopf vor allen Dingen die Losung "Nie wieder Krieg". Und wir wollen es anders machen als die Deutschen vor 1945. "Nie wieder Krieg", das waren das eine Band zwischen Ost und West, auch wenn sich die Systeme ziemlich schnell anders entwickelten, die Zeit des Kalten Krieges einsetzte und eben die Systeme sich entwickelten, geprägt von den jeweiligen Strukturen und Selbstverständnissen der Besatzungsmächte. Im Ostdeutschland war das die Sowjetunion, also eine gesellschaftspolitische Entwicklung nach sowjetischem Vorbild. In Westdeutschland waren das die Gesellschaftsstrukturen und das Demokratieverständnis Amerikas, vor allen Dingen aber auch Großbritannien und Frankreichs. So sind diese Bereiche von Kultur und Wissenschaft in Ost und West erstmal aus einem Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, und ihre Wiederbelebung und ihr Aufbau gründete sich auf den Traditionen, vor allen Dingen auf den fortschrittlichen linken Traditionen, bürgerlichen Traditionen der Weimarer Republik. Das waren gleiche Ausgangspositionen in Ost und West. Allerdings entwickelten sich eben auch die Bereiche Kultur und Wissenschaft dann sehr schnell unter dem Einfluss der jeweiligen Besatzungsmächte anders. In Ostdeutschland war Kultur geprägt vor allen Dingen auch als Prestigebereich, politischer, gesellschaftspolitischer Prestigebereich, von dem man sagen konnte, der Staat sagen konnte, bei uns ist die Kultur groß, gut und in Ordnung, dann ist auch der Staat groß, gut und in Ordnung. Das war jetzt eine Vereinfachung, eine vereinfachte Schlussfolgerung, aber das stand schon im Hintergrund dessen, warum Kultur und auch Wissenschaft im Ostdeutschland sehr gefördert wurde.
In Westdeutschland entwickelte sich das natürlich unter den gegebenen Bedingungen der kapitalistischen Entwicklung auch entsprechend. Und es kam hinzu, dass sehr schnell, also in den 60er Jahren dann, durch den Sputnik-Schock, das heißt durch den Schock, den der Sputnik auslöste, der Start des sowjetischen Sputniks in den Weltraum, in den 1958, der deutlich machte, oh Gott, hier gibt es einen Staat, dem hat man es nicht zugetraut, aber der bringt die Technik in den Weltraum. Und das hat in Ost wie in West dazu geführt, dass die politischen Prioritäten für Wissenschaft und Kultur anders gesetzt wurden. Also es wurden mehr Mittel bereitgestellt, es wurde Hochschulreform durchgeführt, es wurde dafür gesorgt, dass auch Wissenschaft und Technik und auch Kultur Bestandteile des Systemwettbewerbs wurden. So war dann der Punkt, an dem wir 1989 standen und die FIDA-Vereinigung kam. In Ostdeutschland gab es auf dem Gebiet der Kultur, da muss ich mal auf einen Zettel schauen, da gab es 88 Theater in etwa 200 Spielstätten. Und das waren dreimal so viel wie in der Bundesrepublik, wenn man es berechnet auf die Fläche und die Anzahl der Bevölkerung. Also dort gab es in der gesamten dreimal größeren Bundesrepublik 120 Theater. Und im Bereich der Orchester sah es ähnlich aus. Es gab in der DDR dreimal so viel Orchester als in der Bundesrepublik, 7,5-mal so viel als in den USA und 30-mal so viel wie in Großbritannien. Das macht mal deutlich, welche Kraft auch da reingesteckt wurde, Kultur zu realisieren. Im Osten Deutschlands waren Künstlerarbeitsverträge generell unkündbar. Und es gab zum Beispiel für Tänzerinnen und Tänzer eine Versorgung und eine Überleitung in ein gesichertes Berufsleben, nachdem sie ihre tänzerische Karriere beendet hatten. Und das war meistens Anfang, Mitte der 30, also wenn man Anfang, Mitte 30 war und eben nicht mehr die Kraft und die körperlichen Voraussetzungen mitbrachte, auf der Bühne hervorragende tänzerische Leistung zu vollbringen. Dafür gab es im Osten Deutschlands gesicherte gesetzliche Grundlagen und eine entsprechende Förderung. In der Bundesrepublik müssen Künstler, vor allen Dingen auch im Theaterbereich und im Bereich der Opern, ständig um ihre Honorare, um ihre Tarife kämpfen. Und das betrifft jetzt nicht nur die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Tänzerinnen und Tänzer, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man nicht auf der Bühne sieht, die als Techniker dahinter stehen, aber dafür sorgen, dass eben Theater möglich wird. Also da gab es schon Unterschiede und es gab natürlich auch Unterschiede, wenn ich sage, an den Ergebnissen mäßig die Epochen von Kultur und Wissenschaft, dann sage ich nur mal, in der Literatur gab es in der Bundesrepublik Grass, Böll, Wallraff, andere Schriftsteller, aber in der DDR gab es eben Strittmatter mit Ole Bienenkopp, Brigitte Reimann mit Franziska Linkerhand, Christoph Hein mit dem fremden Freund, Uwe Johnson, Mutmaßung über Jakob, alles Werke, die nicht nur in der DDR publiziert und gelesen wurden, sondern auch in viele Sprachen übersetzt wurden und so dem internationalen Publikum auch zugänglich sind. In der bildenden Kunst, da will ich ja immer sagen, wenn gesagt wird, die DDR-Kunst ist alles nur
sozialistischer Realismus gewesen und das ist Quatsch, das hat mit Kunst eigentlich nichts zu tun, solche pauschalen Urteile gibt es. Dann muss ich dagegen halten, einfach ein Beispiel. Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat sich von niemand anderem als von dem Vertreter der Leipziger Schule, Bernhard Heisig, porträtieren lassen. Und warum wohl? Weil das ein Meister seiner Klasse ist. Und ich kann auch andere Werke nennen, die bekannt sind. Also von Walter Womacker am Strand oder von Werner Tübke die fünf Teile Menschen, Maß aller Dinge. Und natürlich viele andere Gemälde von Gerhard Altenburg, Theobalden, Wolfgang Mattheuer, Harald Metzges, Arno Mohr, Willi Sitte und. Oder nehmen Sie den Bereich der darstellenden Kunst. Also die Filme, die von Kurt Metzig auch international bekannt worden sind, Ehe im Schatten, die bunt karierten Rat der Götter, das Kaninchen bin ich. Oder von Konrad Wolf, Sterne, Der geteilte Himmel, Ich war 19 und Solo Sunny. Oder von Heiner Caro, Sie nannten ihn Amigo, Die Reise nach Sundewitt oder die Legende von Paul und Paula und Coming Out. Oder von Frank Bayer, Nackt unter Wölfen, Spur der Steine, Jakob der Lügner. Oder Hermann Tschoche, Sieben Sommersprossen, Insel der Schwäne. Das ist ein Punkt, der letzte, an dem ich anknüpfen kann an die Kritik, die es gibt an dem System und der Kultur in der DDR, dass sie generell der Zensur unterworfen war. Und die Künstler nur das gemacht haben, was von Partei und Staat vorgegeben war. Also die Filme, ich sage mal, Das Kaninchen bin ich von Kurt Metzig, Solo Sunny von Konrad Wolf, die Legende von Paul und Paula, Coming Out von Heiner Caro oder die Spur der Steine von Frank Bayer oder eben Hermann Tschoche, Insel der Schwäne. Das waren Filme, die waren auch sehr umstritten und wurden heiß diskutiert und sind teilweise vom Politbüro der SED in der Aufführung verboten worden. Beziehungsweise die Aufführung ist mit einer organisierten Argumentationskampagne niedergemacht worden, wie im Fall der Insel der Schwäne. Das bedeutet doch aber nicht, dass die Filme nicht entstehen konnten erstmal, dass die Künstler von vornherein nur Auftragswerke ausgeführt hätten, sondern sie haben ihre Produkte nach ihren Vorstellungen erstmal realisiert und in die Diskussion gebracht. Dass das nicht allen Oberen in dem Politbüro gefiel, das ist so gewesen. Damit müssen wir in der Geschichte auch leben. Das war Bestandteil von DDR-Geschichte. Der Wiedervereinigungsprozess im Bereich der Kultur vollzog sich anders als in der Wissenschaft. Das liegt vor allen Dingen an der Struktur des Personals und derjenigen, die es Kultur oder Wissenschaft realisieren. Wissenschaft, das sind Forscherinnen und Forscher, die meistens in festangestellten Verhältnissen mit Arbeitsverträgen arbeiten und an Hochschulen oder außeruniversitären Einrichtungen. In der Kultur ist es oft so, dass man von Inszenierung zu Inszenierung, von Auftrag zu Auftrag lebt und dann entsprechend in prekären Verhältnissen lebt oder überbezahlt in Saus und Braus, wenn man die Schwelle, die Stufe der Bekanntheit so übersprungen hat, dass man akzeptiert ist, dass das Nennen des Namens schon Aha-Effekt hervorruft. Und das gibt es so in der Wissenschaft nicht, höchstens in Ausnahmefällen, wenn es sich mal um einen Nobelpreisträger handelt oder so.
In der Wissenschaft war es so, dass die Organisation und die Struktur der Arbeit, der wissenschaftlichen Arbeit, Anschluss an, das hatte ich vorhin schon erwähnt, an die Zeit der Weimarer Republik, in der es Hochschulen und Universitäten gab. Und auch dort gab es schon außeruniversitäre Einrichtungen für Forschung, zum Beispiel die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Und das war der Punkt, an dem in Ost- und Westdeutschland 1945 angefangen wurde, das Wissenschaftssystem wieder aufzubauen. Es entstanden also, es wurden wiederbelebt die Universitäten, hier in Berlin die Humboldt-Universität, die Leipziger Universität, die Münchner Universität, und also sie öffneten wieder und nahmen den Studienbetrieb wieder auf. Zugleich entwickelte sich auch die Landschaft der außeruniversitären Forschungseinrichtung und der Industrieforschung. Und da vollzog sich aber sehr schnell eine Differenzierung. In Ostdeutschland, also in der DDR, entstanden sogenannte Forschungsakademien. Das heißt, es sind Institute, deren Aufgabe sind, also Zusammenfassung, Verbünde von Instituten, die Grundlagenforschung betreiben und auch angewandte Forschung. Aber sie sind gekoppelt organisatorisch mit einem zweiten Standbein, nämlich mit einer Gelehrtengesellschaft. Und diese Gelehrtengesellschaft, die soll diese Forschungsinstitute nicht nur parallel begleiten, sie soll sie auch beraten, führen, auch steuernd auf sie einwirken. Solche Forschungsakademien gab es in der DDR 4 Stück, also die große Akademie der Wissenschaften mit etwa 24.000 Beschäftigten, davon etwa 8.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dann die Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, die hatte etwa 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und davon 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Bauakademie der DDR und die Akademie der pädagogischen Wissenschaften. Als wir an der Schwelle zur Wiedervereinigung standen, da gab es in der DDR ein großes Aufatmen unter allen, die in der Wissenschaft tätig waren. Jetzt können wir selbst unsere Zukunft, die Art und Weise, wie wir arbeiten und forschen können, gestalten. Und auch an den Universitäten gab es ein Aufatmen, weil man die akademische Freiheit anfing zu genießen und selbst gestalten wollte. Und man wollte sich natürlich auf die neuen Verhältnisse einstellen und sich selbst erneuern. Aber dieser Prozess der eigenen Erneuerung, der Selbsterneuerung, wurde ziemlich schnell und kalt gestoppt, dadurch, dass in der Bundesrepublik, und dafür gibt es einige Belege von Gesprächen, Kamingesprächen in Bonn, entschieden wurde, es gibt kein gleiches Aufeinanderzuwachsen, kein Zusammenwachsen im Sinne, man übernimmt von jedem System das Beste für die Zukunft, sondern man hat das System der Bundesrepublik auf das System der DDR transplantiert und hat zum Beispiel diese Forschungsakademien, die durchaus hervorragende Leistungen erbracht haben und international auch im Trend der Entwicklung lagen, geschlossen. Für die Akademie der Wissenschaften gab es noch ein dreijähriges Moratorium bis zur Schließung Ende 1991. Aber alle diese Einrichtungen wurden, also die Akademien, diese Forschungsakademien
wurden geschlossen. Nie zuvor in der Geschichte Deutschlands, auch nicht zu Zeiten des Faschismus zwischen 1933 und 1945, gab es solch einen Exodus von wissenschaftlichem Potenzial aus dem Gesellschaftssystem heraus. Natürlich war das alles jetzt demokratisch legitimiert und begleitet, zum Beispiel durch Evaluation. Ich selbst habe an der Akademie der Wissenschaften gearbeitet, ich bin evaluiert worden und ich bin positiv evaluiert worden und habe die Aufforderung gekriegt, mich sofort und umgehend bei der Max-Planck-Gesellschaft zu bewerben in einem entsprechenden Institut und würde dann dort auch Aufnahme finden. Ich selber habe persönlich einen anderen Weg gewählt. Ich bin Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus geworden und war dadurch voll eingespannt. Aber diese Möglichkeiten gab es. Sie treffen aber maximal für 20% der Beschäftigten zu. Ich habe ja vorhin Zahlen genannt. Es ging um ungefähr 30.000 Menschen, davon etwa 10.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die so über die kalte grüne Wiese entlassen wurden, erst einmal ins Nichts. Es gab ein Hochschulerneuerungsprogramm, es gab ein Programm zur Wissenschaftsintegration dieser Kader, aber in die Hochschulen. Aber die Hochschulen haben sich gewehrt, denn sie haben nicht mehr Geld gekriegt für diese Leute, die sie aufnehmen sollten. Und warum sollten sie das dann tun? Sie waren funktionierende Organismen und so sind viele von denjenigen, die ich kenne, Pharmavertreter geworden, Chemiker, Pharmavertreter oder Versicherungsvertreter oder haben sich sonst eine ganz artfremde andere Arbeit suchen müssen. Also das war schon ein herber Einschnitt in die Geschichte, in die Wissenschaftsgeschichte Gesamtdeutschlands, wie ich meine. Und auch die Universitäten waren von solchen Abwicklungen nicht unbetroffen. Natürlich wurden Bereiche geschlossen, die sogenannt ideologisch belastet waren. Also die Sektion für Marxismus-Leninismus, die Sektion für marxistisch-leninistische Philosophie, das wurde geschlossen. Insbesondere die geisteswissenschaftlichen Sektionen wie Geschichte, Wirtschaftswissenschaften wurden durchleuchtet, evaluiert und dann auch wieder entweder abgewickelt oder neu besetzt. Zumindest wurden erstmal alle Professuren neu ausgeschrieben. Die Inhaber von Professuren aus der DDR-Zeit konnten sich auf ihre eigene Professur neu bewerben und wurden auch in einigen Fällen übernommen, aber auch hier vielleicht 20%. Also diese Entwicklung von Wissenschaft und Kultur in Gesamtdeutschland im Transformationsprozess ist alles andere als problemlos verlaufen. Und sie ist dann eben abgeschlossen worden, so etwa um das Jahr 2000, 2001, mit dem Ergebnis, dass bundesdeutsche Strukturen dann vorherrschten, man entweder sich einen neuen Arbeitsplatz gesucht hatte als DDR-Wissenschaftler oder Künstler oder die Möglichkeit hatte, in dem alten, neuen System der Bundesrepublik eine angemessene Anstellung zu finden. Hinzu kam für die DDR, dass auch es in der Bundesrepublik ein Potenzialstau gab, Leute, die in der Karriere sich weiterentwickeln wollten, wissenschaftlich, und die so in die DDR drängten,
und die Plätze besetzten. Im Bereich der Juristik war es eben dann noch so, dass es in der DDR kein zweites Staatsexamen gab, aber eben und dadurch alle, die aus der Bundesrepublik in die DDR kamen, bevorteilt waren, wenn für eine Funktion das zweite Staatsexamen Voraussetzung war. Und. Also es gab eine ganze Menge von Dingen, die man, wenn man es zeithistorisch betrachtet, sehr genau analysieren muss und hinterfragen muss und am Ende wahrscheinlich zu dem Schluss kommt, wenn wir heute immer noch nicht auf Augenhöhe wiedervereinigt sind und noch nicht überall die von Helmut Kohl versprochenen Blumen blühen, dann sollte man darüber nachdenken, was man hätte anders machen können und vielleicht auch noch anders machen kann. Was es in beiden Systemen an Vorteilen gab und was man auf dieser Basis der Zusammenführung von Vorteilen verbessern kann. Vielen Dank.